Trainer, danke erstens fürs Zeitnehmen. Heute erwischt man dich in der Grafkammer. Ich gehe davon aus, du hast jetzt auch schon ein bisschen was für die Muckis getan. Nein, habe ich noch keine Zeit gehabt heute. Wir sind ja gestern relativ spät heimgekommen und haben jetzt natürlich unsere Räumlichkeiten optimal ausgenutzt, haben uns heute schon zum gemeinsamen Frühstück getroffen, dann in zwei Gruppen trainiert, eine hat regeneriert, die andere am Platz draußen, jetzt gemeinsames Mittagessen, dann alle zusammen nochmal Regeneration und ja, natürlich die Fitness. Ausstattung hier ist wirklich optimal und bietet uns alle Möglichkeiten. Also kann man davon ausgehen, dieses neue, jetzt fast fertig oder fertige Funktionsgebäude, das hilft auch dir, beziehungsweise vor allem auch, nehme ich an, der medizinischen Staff und allen anderen Betreuer schon sehr bei der täglichen Arbeit. Ja, definitiv. Vor allem auch, dass wir alle jetzt zusammen sind von Akademie, Rapid 2 und wir Profis, einfach kurze Wege, alles schnell zu besprechen und das erleichtert wirklich vieles. Es steht uns allerdings ein langer Weg bevor, nämlich nach Vorarlberg gegen Altach. Schon ein kleiner Blick nach vorne. Altach unter der Woche im Cup ausgeschieden. Für viele sehr, sehr überraschend, für dich auch? Ja, natürlich. Wenn man als Bundesligist gegen einen vermeintlich unteren ausscheidet, ist das immer eine sogenannte Katastrophe. Ich denke, Klose hat es aber ganz klar eingegliedert. Er hat gesagt, dass das Spiel gegen Rapid einen viel größeren Mehrwert hat für ihn und Cup ihm nicht so wichtig war. Und deswegen hat er auch einige geschont und ich denke, wir dürfen uns durch diese Ergebnisse und auch durch das Cup-Spiel nicht blenden lassen. So ist es. Wir haben eine nächste Frage. Neuer junger Trainer beim SC Altach. Miro Klose als Fußballer ein absoluter Weltstar, als Trainer noch ein eher unbeschriebenes Blatt. Wie hat sich deiner Ansicht nach Altach durch das Engagement von ihm verändert, verbessert? Ja, spielerisch haben sie schon wirklich zugelegt. Er legt sehr viel Wert auf Ballbesitz, auf wirklich dynamische Raumbesetzungen, viele Positionswechseln und sie spielen wirklich einen sehr gepflegten und ordentlichen Ball. Sie belohnen sich auch aktuell zu wenig und wir hoffen natürlich, dass wir das auch unterbinden können und auch wir unsere Stärken durchbringen können. In Allerheiligen gestern ist manchmal ganz schön recht zur Sache gegangen, sagen wir mal so. Dein Trainerkollege und auch langjähriger Freund hat seine Burschen da schon sehr konsequent eingestellt. Die wichtigste Frage, sind alle ohne Blessuren davon gekommen? Es hat die ein oder andere Szene zumindest live auch, aber auch im TV, haben sie alle noch mal gesehen, dann doch so ausgeschaut, als hätte da was passieren können. Ja, ich bin sehr froh, dass jetzt keine neuen Verletzten dazugekommen sind. Ich denke, das Schiedsrichterteam hat gestern einfach verabsäumt, früh genug hier durch gelbe Karten Zeichen zu setzen, dass das nicht erlaubt ist. Somit sind dann solche böse Attacken einfach durchgegangen, nicht geahndet worden und bin ich wirklich sehr glücklich, dass wir heute keinen zusätzlichen Verletzten haben. Wir hatten auch schon in den letzten Spielen jetzt sehr unglückliche Entscheidungen gegen uns und ich hoffe, dass wird in Zukunft wieder anders. In der Verteidigerposition hast du gestern auf gleich drei Spieler zumindest verzichten müssen. Mormann gesperrt, wissen wir alle, Maxi Hoffmann und Leo Querfeld mit noch Gehirnerschütterung bzw. Cut. Wie schaut es denn? Mormann, klar, ist wieder dabei, aber wie schaut es bei den anderen beiden Innenverteidigern aus? Und Zusatzfrage gleich, Ante Balic hat ja auch als Zeit lang passen müssen. Jeder, der schon mal weiß, jetzt dann OP gehabt hat, was das ist. Nicht so ohne und hängt ein paar Tage nach. Ist der schon langsam wieder voll an Bord? Ja, der Ante ist am Weg zurück, aber jetzt noch nicht einsatzfähig. Querfeld entscheidet sich morgen, ob er kann oder nicht. Und bei Maxi Hoffmann ist es noch ein bisschen zu früh. Da wollen wir natürlich mit seiner Kopfverletzung und seiner Vorgeschichte, dass er da vor kurzem erst auch eine Kopf-OP hatte, doppelt und dreifach einfach uns absichern und nicht ein unnötiges Risiko eingehen. Sag ich mal, danke für die Informationen, wünsche noch eine gute Vorbereitung und dann einen guten Flug ins Ländle. Dankeschön. Danke.